Hallihallo, Mahlzeit. Da sind wir wieder bei die Autobots. Sorry, die Elgato hatte sich irgendwie aufgehängt. Musste erst etliche Male neu starten, aber jetzt geht's. Spiel musste ich auch neu starten, das heißt, wir laden direkt nochmal. Bams. So, ja, letztes Mal haben die komplette Oberfläche erforscht. Haben uns noch einen Kaffee reingezogen, ist doch klar. Richtig fette Trockviecher haben wir platt gemacht, die waren richtig mies. Und so ein Chemielabor haben wir gefunden. Und so ein, hieß der Charlie oder Charles? Und so ein Psycho, der dann deinen Laden betreibt. Und ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal in die Gebäude rein. Ich glaube, zwei, drei Gebäude gibt es, wo wir rein können. Und dann gab es ja noch die Mine. Da werden wir bestimmt auch noch hin. Geschickt. Eine Mission haben wir schon erledigt. Diesen Ehering haben wir gefunden von der einen Frau, die wunderbar gechillt hat, dass ihr Mann gestorben ist. Das haben wir recht positiv beendet. Da haben wir nichts Schlechtes erzählt. So. Und da geht's auch schon rein. Bams, da ist Trish wieder, so wie ihr sie zuletzt gesehen habt, so wie ich euch auch den Snap heute gepostet habe. So, bam. Und dann geht er weiter. Wir sind noch mit dem BK unterwegs. Jetzt haben wir auch komplett neu eingekleidet. Richtig cool auf jeden Fall. Die Klamotten. Die Power-Rüstung. Bams. Ja, aber neue Waffe haben wir auch am Start. Und zwar ist die hier, so ein Minenwerfer ist das. Auch schon fett aufgetunt. So. Würde ich sagen, mal weg hier. Ich glaube, wir können uns auch direkt ein Stück teleportieren, da müssen wir nicht so weit laufen. Würde ich mal sagen. Nein, der Laptop macht auf. So, ist besser. Schon ein bisschen nach unten knickt. Bisschen geht, kleines bisschen. Ja. Sehe ich auch. Besser, wenn jemand was schreibt. Oh, Kaffee geht. Ah ja, bis 10 vor 4 noch gepennt. Nachtschicht diese Woche. Ich musste heute Mittag noch auf die Gemeinde Müllmarken holen. Und in Heilbronn, da muss man mal seine Müllmarke auf seine Mülltonne hängen oder draufkleben. Je nachdem, aber für mich alleine ist es, lohnt sich das nicht, eine Jahresmarke zu holen. Da ist es günstiger, wenn man sich so einzelne Banderolen holt. Viel günstiger, kostet weniger als die Hälfte. Das ist richtig, richtig krass. Das bedachelt man alle Monate mal in die Außen auf die Gemeinde und holt sich neue, die kosten aber fast nichts. So, genau. Und zwar, wo ist denn unsere Mission, Digga? Mission, schöne neue Welt. Betrete das Labor. Das Büro für kreative Inkubation, das könnten wir machen als erstes. Was haben wir noch neben Auftrag? Ach so, die müssen wir so nebenbei finden. Das machen wir dann, wenn wir da vorbeikommen. Dann ist es hier. Okay, dann gucken wir mal. Was ist das? Hier drüben. Leider kein Teleportpunkt. Oder? Wo ist das andere? Schöne neue Welt. Ist auf der Karte noch gar nicht eingezeichnet. Das heißt, wir haben die noch gar nicht gefunden. Das heißt, wir machen erstmal hier das. Wir müssen einfach hier mal geradeaus und dann da. Ah, genau, das ist einfach gegenüber von der Mine. Lol, da waren wir doch schon. Gut, ab geht's.
Tun wir jetzt mal hier diese neue Waffe testen. Ging ziemlich gut ab. Da oben waren wir auch schon. Fast ein Raketenwerfer, Alter. Nice. Boah, der gibt 12.000 EP, Alter. Geil. Noch einer. Na, Mucke. Jetzt soll ich wieder, habe ich gehört, nicht gesehen, habe ich wieder vergessen, die Mucke. Die Beats. Das Spiel hat nicht so geile Hintergrundmucke. Ich meine, die ist schon geil, aber die läuft viel zu selten, dass man dann trotzdem immer zu viele Phasen hat, wo es einfach viel zu still ist. Und ich will. Ich meine, wir haben mein Homie von 100 Mark Beats. Er heißt nicht sonst 100 Mark Beats, sondern der schickt einem auch 100 Beats, wenn man sie haben will. Das ist so sein Ding. Dann pickt man sich da die besten raus und benutzt die. So machen wir das. So machen wir hier im Stream. Kostenlos für ihn Werbung. Was war hier? Alter! Dauerfeuer geht jetzt ja richtig ab, ey. Frostsaurier-Soldat. Jetzt nichts mehr. Ah, hier war, wir waren ja schon mal. Gibt es da nichts mehr zum Looten. Aber da drinnen waren wir noch nicht. Wir sind dann letztes Mal, da war glaube ich, ging es glaube ich zur Mine und da sind wir auch weitergegangen. Aber da drinnen waren wir nicht. Noch jemand? Aber wow, wenn wir einfach mal hingekommen, dann hätten wir auch den Schnellreiseort freigeschaltet. Naja gut, ich wollte halt erstmal alles andere erkunden. Da findet man dann dadurch geheime Schlüsselkarten oder so und kann dann dadurch geheime Wege oder so freischalten. Die Energiezellen hier. Druckinjektionsanzug. Und da ist noch so ein Phono. I thought I knew the OCI backwards and forwards. The Marauders got a way of finding every nook and cranny on this rock. OCI, fancy joint. Smells like Wentworth's and leather. A real slice of Byzantium. You don't set that up unless you're trying to get checked out. But yes, it's on the horizon. Sure. Something tells me there's more to the story. Stream got a hunch to follow up on near the old mines. I'm leaving this here. In case I gotta come back. Gut. Initiating ocular measurement. Dem Scanner das konservierte Auge zeigen. Measurement complete. Ocular identification complete. Clarence Mosley. Welcome, nice. Clarence Mosley. Access granted. Welcome to the Office of Creative Incubation. Dann rein da. Rein da, rein da, rein da, rein da. Das sind eine voll die Schürfwunde zugefügt. Ach, hat echt tagelang Schweineweh getan. Jetzt zur Zeit ist es wieder gut geworden.
Freundin ordentlich Salbe der Rückzahl drauf geschmiert. Ja. Geht's ab. Na, come on. Was geht hier drin? Ist alles kaputt, ja? Oh, aber Gegner. Welche Gegner sind hier? Geht's da rein? Was liegt Geld? Auch, was geht? Morgen. Ich hoffe, das ist ein Roboter, dann können wir ihn nicht aktivieren. Jetzt wäre ein schon Schrott. Adreno, das ist eigentlich das Einzige, was wir benutzen. Das ist unser Lieblingsstoff. Wenn wir uns rein. Und zwar, genau, ich habe nochmal geschaut. Das Spiel, das neue Spiel von Calypso heißt Space Based Startopia. So. Das werde ich auf jeden Fall zocken. Und zwar habe ich da bei K-Mailer, ist bei K-Mailer jetzt endlich mal angenommen worden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da kann man sich als Streamer anmelden. Und das dauert dann. Also es hat 2 Monate gedauert, bis wir angenommen wurden. Und dann kann man da kostenlos für von Publishern Keys bekommen, um die dann zu streamen. Da sind jetzt keine Mega-Spiele dabei, so, aber trotzdem sind da hier und da ein paar interessante Sachen dabei, sonst hätte ich mich da auch nicht angemeldet. Da sind wir aber jetzt endlich angenommen worden. Vor 2 Wochen war das, glaube ich. Und da sind wir wahrscheinlich auf dem K für Space Base Startopia. Wenn nicht, kaufe ich mir das Spiel trotzdem, also von daher, also es ist aber noch nicht, immer noch nicht im Store verfügbar. Du machst Pistole Ultra. Das geht hier in der Kasse, nämlich auf der anderen Seite. Wo waren da ganz viele Gegner, aber ich habe keinen einzigen gesehen. Oh, Kasse ausräumen, sehr geil. Seht schon, wir sind in Looters Paradise. Ja, die 14 Geld haben wir nie in der Kasse, das ist immer nur das Wechselgeld. Da ist der Bedienungsroboter, Kochroboter. Dehydrierte Wassertabletten, okay. Rüstungsteile immer sehr gut. Da ist doch ein Buch, oder? Nee, Spratwurst. Ich glaube, das macht halt auch echt bestimmt voll Bock, solche Sachen einfach ins Deutsche zu übersetzen. Also ich glaube, ich wäre da noch kreativer. Ich kann, das ist so eins von meinen Talenten, irgendwelche abstrakten Namen für irgendwas finden oder abstrakt zu übersetzen oder so. Das kann ich ziemlich gut. Also wenn ihr da mal jemanden sucht, Obsidian, ich bin dabei. Ich schreibe euch die bescheuertsten. Die bescheuertsten Übersetzungen für irgendwelche Items. So, Terminal benutzen. Nachrichten. Danke für dein Vertrauen in Ginzi. Dein Konzern genehmigt das Nachrichtensystem. Freundliche Erinnerung, deine Nachrichten sind Firmeneigentum, nicht autorisierte Kopie. Verteilung oder Löschung von Ginzi-Inhalten kann die vorzeitige Terminierung deines Arbeitsvertrags zur Folge haben. Bitte eine der folgenden Optionen wählen. Rezeptprozedur und Protokoll. Okay, nach einigen Überlegungen habe ich beschlossen, die Standardprozedur für den Empfangstresen wie folgt zu verändern. Präge dir die folgenden Regeln ein. Immer sind Besucher und Arbeiter mit einem Lächeln zu begrüßen. Immer sind die täglichen Begrüßungen
sind die tägliche Begrüßung Produkte und Dienstleister von Spoiler von Spacer's Choice einzuflechten. Immer sind verdächtig, lange Toilettenpause zu notieren und zu melden. Niemals müssen unsere Besucher mit dem Wissen über das Überwachungs- und Sicherheitssystem belastet werden. Niemals sollte der Vorfall zur Sprache kommen. Niemals dürfen Auditoren unter irgendwelchen Umständen ins Opfer geschossen werden. Versagen bei Protokoll Punkt 6 führt zu einem negativen Eintrag in die Lebenszeitakte. Obwohl ich eigentlich streng mit dir sein will, McKay, aber du bist Teil unserer Familie. Mit freundlichen Grüßen, Lawrence Goodfellow Management. Zur Verriegelungssteuerung, Hacken. Vitrine entriegeln, nice. Wo ist die Vitrine? Aber die sind, glaube ich, oben, die ganzen Gegner. Vitrine, wo ist die Vitrine? Das könnte da drüben sein. Datenpanzerschutzausrüstung. Gold. Okay. Da können wir jetzt, glaube ich, rein. Von der anderen Seite. Ja, Mann, nice. Oh, wer wollte nicht schon immer mal die Vitrine leer looten? Geil, wir können das komplette Schaufenster looten. So muss sein. Und dann müsste schon wieder Sachen schreddern. Champion Wurfballschläger. Perfektes Spiel, lol. Datenhelm. Das Maschinengewehr. Mal alles schreddern. Was machen wir? So, aber hier perfektes Spiel, das sieht gut aus. Das können wir vielleicht später mal upgraden. Vielleicht wird das gut. Champion Wurfballschläge haben wir schon. Automatpistole, okay. Tapferkeitsmedaille. Oh, hier sieht auch gut aus. Schmuggelware. Das sieht alles gut aus. Stoßpistole. Stoßpistole haben wir auch zweimal. Na, welches ist besser? 3.0. 2.0, aha. Okay. Dann die weg. Okay, nee, das war falsch. Das ist die hier. Noch schreddern. Soldatenhelm. Oh, warte mal, das ist ein anderes Ding. Druckinjektionsanzug. Oh, der sieht gut aus. Oh, das wäre vielleicht was für den VK. Verfickter Exo-Anzug. Aufpolierter Powerhelm. Haben wir schon ein paar Mal. Schutzzellen, das war halt normales. Ja. Schon ein paar Mal. Ja, also einige Sachen dabei, die wir schon öfters haben. Standard-Augenklappe, lol. Da den haben wir doppelt. Nicht genehmigte Bergbauausrüstung. Da, mal. Das ist dann auch doppelt. Gemodelter Dings. Da nochmal nicht genehmigte Bergbauausrüstung. Ist da. Exo-Anzug, Ist da. So. Ist da auch noch.
Das doppelt und dreifach, ey. Na klar, ich heb die natürlich nicht auf, weil wir die brauchen, sondern natürlich hauptsächlich wegen Style. Aber Schloss knacken plus 5. Schloss knacken plus 5. Okay. Alles klar. Ja, mal reparieren. Ausgerüstete Gegenstände reparieren. Bams. Nice. Dann haben wir wieder 50 Platz. Können wir wieder weiter looten. Energiekanister. Gut. Dann sind wir hier auch durch. Den, klar, jetzt haben wir ein paar coole neue Waffen gekriegt. Aber jetzt. Jetzt bringen wir leider nicht viel. Das geht hier ab. Machen wir dann später, wenn wir wieder zurück in der Base sind. Wenn wir die alle aufmotzen und gucken, was wir brauchen kann. Verstärker, nice. Okay, dann gibt es hier nicht, oder? Jetzt kaputter Mülleimer. Alles klar. Dann hier rein. Aha, da geht's hoch. Da war ein. Teile. Sehr gut. Space Corona. Das ist die nächste Stufe. Wenn wir Corona überwunden haben, dann geht es weiter mit Space Corona. Kampfdrohung. Ist hier noch was? Da ist doch was, oder? Ah, dann geht es noch in den nächsten Stock, aber das ist wahrscheinlich nicht mehr zugänglich. Alles klar. Jetzt irgendwo müssen ein Haufen Gegner sein, ey. Seht ihr oben am Radar sind die ganzen roten Pfeile, das sind alles Gegner. Aber keine Ahnung, wie abchillen. Aha. Hier im Raketenwerfer. Also knapp gemacht. Nein, der geht gut ab. Fällt mir. Das ist eine Zeit meiner Lieblingswaffe. Klar, die anderen werden wir natürlich auch noch ausprobieren. Status. Geschützstatus aktiv. Korridorstatus sicher. Aufführerbedrohung minimal. Eintrainings. Au. Nice. Ja, die Eindringlinge neu definiert. Lecker Strat. Löterfleisch. Vorgeschnittenes Brett. Noch was. Modul. Armreif haben wir gefunden. So viel Loot, Digga. Hier ein Terminal. Teilung für strategische Markenbildung. Danke für dein Vertrauen in Ginzi. Okay, inakzeptable Ereignisse. Ja, übertreib doch deine Rolle, Digga. Das ist mir zu viel zu lesen. Und technisch ist da auch nichts bekanntes. Oder gab es da noch was? Nichts mehr. Tschüss. Nö. Die sich nicht kurz fassen können. Die sich das nicht. Oh, hier noch da. Das ist doch das, was uns interessiert. Schön die ganzen Tresore rausräumen, Digga. Nachrichten. Alles klar, okay. Geht ab, Digga. Da gekommen, oder? Warte mal, hier kommt ja auch noch was.
Nee, nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr. Warte mal, hier war noch, glaube ich, noch was. Da war mal, da liegt der Arm von dem Freak. Alles klar, also das war's hier. Alles hier lootet hier worden. Module. So, Anzug, Exo-Helm, Minister, was ist das? Gelenkmotivator, Alter, hier Loot ohne Ende, Alter, das ist so geil einfach. Und bitte, Obsidian im nächsten Spiel, macht den Loot einfach unendlich, Digga. Lasst einen einfach das komplette Spiel im Inventar umtragen. Macht einfach das mit Suchfunktion und fertig aus. Ah, da brauchen wir Schlüssel zum Wartungsraum, okay. They gave their lives for the corporation. I'm sure their corporate masters were appreciative of their sacrifices. Guess you get what you pay for with Space Destroyer's guards, too. Oh. Weiter. Mal Schrott verticken. Kaufsautomat. Yes. Läuft darüber mit abgeflammt einfach. Nice, so muss sein. Dankeschön, Max, dafür. Hier wieder Muni ohne Ende. Wir haben ja nicht schon 5.500 Schuss. Und natürlich noch mehr Muni, ist klar. Ich weiß gar nicht, spielen wir aktuell auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad? Gameplay, Schwierigkeitsgrad hart. Ja, es gibt keinen härteren Schwierigkeitsgrad. Dass ihr denkt, wir spazieren hier einfach durch easy durch. Nein, ich habe das Spiel komplett auf hart durchgespielt. Und habe nie was davon gemerkt. Und nur weil ich es erst nach 10 Minuten am Anfang auf hart gestellt habe, habe ich die Trophy nicht bekommen. Voll dumm. Natürlich klar, wenn man es zum ersten Mal spielt, schaltet man natürlich nicht direkt auf hart. Dann probiert man natürlich erstmal normal, um zu schauen, wie das Spiel funktioniert. Aber wenn ihr das mal nachspielen wollt, dann schaltet direkt auf hart. Das Spiel ist nicht hart. Anweisungen. Pipapo. Das verschafft gerne ruhige Hand. Spacers Zero G Bree. Okay, Personaldaten. Hacken. Sehr gut. Schwierigkeiten. Sich für eine Schriftart für den Abteilungsbriefkopf zu entscheiden. Hat heute 12 gute Wörter geschrieben, kann sich aber nicht für die Reihenfolge entscheiden. Brainstormt Ideen für eine neue Saltuner Geschmacksrichtung. Weiter Probleme mit der Schriftart. Okay. Sehr kreativ, die Jungs hier. Den ganzen Tag Fonts aussuchen. Geschmacksrichtung überlegen, so muss es sein. Gut. Noch eine, Alter. Wie viel Loot kann man platzieren in einem einzelnen Spiel? Ohne Scheiß, gibt es da vielleicht irgendwie so eine Rangliste oder so, welches Spiel den meisten Loot enthält, also da ist Outer Worlds auf jeden Fall ganz weit oben mit dabei. Also ich kann mich an kein anderes Spiel erinnern, wo man echt fast dauerhaft nur im Looten war. Und vor allem meistens ohne irgendwas dafür zu tun. Boah, voll ins Gesicht, ballert ein Raketenwerfer. Oh, 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 hock dich. Oh oh. Lauf, Digga.
Mann. Drohne. Oh, damn. Damn it. Also hier müssen wir das rausblocken. Da sind viele auf einem Haufen. 16:39. Oh, damn. Davor müssen wir speichern nächstes Mal. Ja, wir liefen weiter. Ist doch klar. Und ich loot wie ein Löpertyp für Wut immer wieder. For with Space Restores Guards, too. Ja, kann man die Tür eigentlich auch noch öffnen? Hier sind mir die Dinge nicht auf. Gab's da vielleicht noch was? Na egal. Ich kann eh schon einen Bereich doppelt spielen, dann müssen wir den eigentlich auch noch mal nicht lang erforschen. Na komm, mach doch. Einfach alles auf. Und ab geht's. Head. Ja, Ding. Erledigt. Gut. Das war's. So schnell geht. Vielleicht müssen wir die kommen lassen, Freaks. Dann durchziehen. Da geht die ganze Plattform nicht. Immer Müll dabei. Ne, Muni, ja, okay. Warum nicht? Das Singer hacken, Anweisung, Personaldaten hacken. Alles klar. Bringt EP, nur dafür Moment ist. Nur für die EP. Sonst bringt uns das gar nichts. Nur halt da lustige Eckdaten. Die mir aber nicht missionsentscheidend sind. Ich bin natürlich immer alles okay. Bei einem Paper natürlich. Also wie gesagt, wie bei jedem Rollenspiel halt. Wir müssen natürlich leveln. Leveln. Ja, noch ein bisschen Kohle. Purple Berry Likör. Hier. Schon hier drin bei uns im Raum, ne? Doch, da ist einer, oder? Erstmal noch weiter looten. Die zwei sind schon am Start. Wir machen das. Oh, jetzt ist Ellie down. Und das Sofa drüber schießen. Das war's, oder? Ja, Mann. Nice.
dann geht es. Einfach hier dauerhaft den Raketenwerfer reinknallen, bis da nichts mehr steht. So müsste es sein. Aber da genau, da war noch der Anzug. Jetzt noch Gegner. Ich sehe oben auf dem Radar keine mehr, sehr gut. Meisterschütze, ja, hat aber nichts getroffen, nee, der Eierkopf. Viel, wenn er sich Meisterschütze nennt. Hier schön Stoff einstecken. In die Richtung geht es zur Mission, dann gehen wir jetzt gleich hier mal rechts lang. Da, nur einmal nix. Da auch nix. Hey, wir haben ja schon alles leer geräumt hier. Gehen wir mal erstmal hier hoch. Das ist hier eine Bühne. Ja. Terminal, Sicherheitsanweisung, Memos. Okay. Alles klar. Nichts Missionsentscheidendes. Dabei. War noch was? Nice. Bewegte Shotgun. Plasma-Karabiner. Ah, genau, da war diese Drohne. Drogen, lol. Das habe ich noch nie gesehen. Das war die, glaube ich, wo uns vorne gekillt hat. Auf Adreno. Und dann können wir gleich wieder anfangen zu schreddern. Dann noch. Noch was. Ja. Gut, dann zählt noch nichts mehr. Da noch ein kleiner Mülleimer. Verbindungskontakt. Nice. Gut, dann mal wieder schreddern. So, ab hier. Die Maske auf. Der Exo-Anzug auf, oder? Ja, da. Reicht immer jedes Item einmal für Style haben. Weil der sieht bestimmt auch stylisch aus hier. Drückt den Exo-Anzug. Können wir mal gucken, mal wie Car. Also, zum Rüstung. Natürlich erstmal seine Rüstung angucken soll. Oh, 80, unvermodelter Niedrigdruckanzug, das sieht schon richtig gut aus. Und da, ich glaube, Gerät, haben wir glaube ich sogar eins gefunden, da können wir ihn sogar nächstes Mal noch upgraden. Das lassen wir natürlich erstmal. Das sieht richtig gut aus. Flammenwerfer, ja. Teile, niedrig. I wonder what corporate drivel they shoveled in here. So, jetzt wieder. Hä?
Kommt mir bekannt vor. Haben wir ihn schon? Alles gut. Ja, hier waren wir schon. Köln? Nee. Jetzt wird es unübersichtlich. Sehr viele Gewehrstränge. Das ist ein Geschütz, und dann sollten wir uns vielleicht lieber nicht erwischen lassen. Weiter schnell. Jetzt wieder nach unten. Ganz gut drüben. Das haben wir schon. Schwimmmütze. Noch nicht. Nice. Nochmal. Raketen wäre ans Kreuz gefallen. Das Ort jetzt auf uns kaputt machen könnte. Oh. Oh, Cowboy-Hut. Nice. Den haben wir auch noch nicht. Zettel, oder? Ne, das ist ein Schokoriegel. Speichert. Ich glaube, wir müssen bald auf die Karte gucken, hier wird es unübersichtlich. Da ist jetzt auf einmal zu viele Mega, also bisher war es vielleicht gerade wenig. Jetzt auf einmal gab es da noch jetzt 3-4 verschiedene Wege. Der war da beim Pissen, Alter. Das ist ein Problem, ey. Kriegt überhaupt nichts mit. Im Nachbarraum sind da dann alle gekillt. Und der steht ja immer noch am Pissen. Übelst, Alter. Shampoo-Fläschchen. Oh. Oh, ein schönes Shampoo. Das erinnert mich an Eli. The Book of Eli. Einer meiner Lieblingsfilme. So, hier ist glaube ich dieses Ding auch. Ich zeige, wir gehen jetzt erstmal die Treppe runter, weil da könnte sein, von da nach oben geht es auch noch oder was? Ne, jetzt gehen wir erstmal die Treppe runter, weil da könnte es gut sein, dass wir in den Geheimbereich kommen. Weil unten fahren wir ja vorher, siehst du, das ist nur hier im Geheimbereich. Mr. Ouch. Taktische Shotgun. Ja, ist ja nämlich nett. Das ist auch erledigt. Gucken, wo ist dieses Geschütz? Oh, haben wir es deaktiviert, oder? Das schießt nicht auf uns. Gut. Das schießt nur auf Binder. Wahrscheinlich das war das, was wir am Anfang umgehackt haben. Gut, also hier, da ist noch Zeug. Gut. Da auf jeden Fall schon wieder ein ganzes Stückchen abgeschlossen, oder? Ging es hier noch lang? Ne, da ging es nicht mehr weiter. Müssen wir noch schnell Crap verkaufen. Gut, das heißt, hier ging es jetzt noch die Treppe hoch, aber ich würde erstmal das Stockwerk hier abschließen, bevor wir dann ins nächste gehen. Da ist noch so ein Phono-Dings. Nice. Ich hab mir jetzt voll vergessen. Brauchen oh, nämlich alle, da gibt's auch eine Trophy für. Excuse me.
Was sind daheim drei gefunden? Sehr gut. Also ich hoffe, ihr kriegt ein bisschen was mit von diesen Foren und Dingern. Da Werkbank, sehr geil. Tigger. Schnell upgraden. Hier geht es sonst nicht weiter. Doch, Schlüssel zum Wartungsraum, nice. Was hier ist der Schlüssel auch nicht, ja? Ja, vielleicht kriegt man den erst später. So, jetzt können wir hier das reparieren. Und das reparieren. Tüfteln modifizieren. So. Genau. Hier fehlt noch was. Genau. ATP-Injektoren. Dass ich nach einer Verletzung schnell bewegen kann. Also das würde ich ein Dings geben. Den VK, das da war eins. Das ist für ihn, glaube ich, besser als Nahkämpfer. Nice. Okay, und Waffenmods brauchen wir nicht, das haben wir schon alles aufgemotzt. Die waren auch sehr gut gewesen. Da habe ich jetzt nicht so den Bedarf. Und die anderen Waffen, die neuen Waffen tun wir erst modden, wenn wir hier mit dem Level fertig sind. Jetzt machen wir ganz zum Schluss Stream. So, dann geht es ja dann um die Treppe hoch, würde ich mal sagen, oder? Können wir mal auf die Karte gucken. Irgendwo was vergessen vielleicht. Nee, also waren wir überall. Da war der Wartungsraum. Das war dieser Raum mit dieser Dings. Und dann noch die Ebene umschalten. Hier. Untere Ebene, da waren wir, glaube ich, auch überall. Ja, sieht gut aus, aber es geht. Das, okay. Da glaube ich noch nicht. Das ist auch wieder Keller. Bisher sind wir nur einmal die Treppe nach oben gestiegen. So, hier geht es jetzt weiter hoch. Das ist der Schütze. Ja, zur Zwischenebene. Ja, erstmal hier. Das mal so ein bisschen systematisch zu machen. Greift er uns an. Oh. Jetzt vergisst man nämlich die Hälfte. Wenn man einfach zu planlos durch die Gänge geht. Ist hier noch jemand? Niemand da? Sehr gut. Bei dem hätten wir jetzt schon fast diesen Phono-Dings vergessen. Wenn ich mich nochmal zurückgegangen wäre, was haben wir hier? High-Society-Zigaretten, sehr wichtig. Das sieht jetzt aus wie der Raum vom Endboss, beziehungsweise vom Spielende. Das sieht so ähnlich aus. Ich guck mal, manchmal liegen auf so Tischen, liegen auch manchmal so Schlüsselkarten. Ja, oder hier sowas, so Nachrichten. Meeting-Protokoll, alles klar, alles klar, alles klar, okay. Waschspritzen, sehr gut. Ja, frisch gewaschen. Okay. Da ist wieder Gegner, glaube ich. Aha. Das ist eine Mission. Administratorfunktion. Zentrum für Synthese und Manufaktur entriegeln. Status Zentrum. Aha. Okay. Stammverzeichnis. Aufzug entriegeln. Nachrichten. Hacken, gelöschte Nachrichten, sehr gut. Alles klar. Zu den Nachrichten. Eingehende Nachrichten, okay. Nachrichten, okay.
Okay. Ausgehende Nachrichten. Okay. Wenn da irgendwas Wichtiges drin steht, dann wird das in unserem Questbuch vermerkt. Wenn ich das hier denke, ich klicke das jetzt einfach so weg. Da. Oh. There's nothing for you here. Wer bist du? Call me Geist von Gorgon. Or it's warden. This place is a graveyard. All that was done here should be forgotten and left to rot. Du verbirgst etwas und ich werde es herausfinden. Gorgon is the birthplace of marauders. We created them here, in this very facility. They are our misbegotten children, born of hubris and vanity. This whole colony is a result of those two things. But marauders? Spacer's Choice really outdid themselves, didn't they? But marauders are just mindless lunatics, right? There can't be more to it than that. They hold no fondness for trespassers. I've placed the facility under emergency lockdown to keep them safe. Let the marauders die in peace, or I will make certain that you die with them. Sieht aus, als würde mehr hinter diesem Auftrag stecken. Isn't there always? Though I do admit, this is quite a lot to process. Marauders have caused almost as much death and destruction as factory accidents. If whoever that was is right, this place is hiding something big. Was auch für Geheimnisse hier verborgen sein mögen, wir zerren sie ans Licht. Bams. Plasma Karabiner. Da liegt noch was. Ist ein Modellflugzeug oder ist auch eine Waffe? Raumschiffmodell, okay. Hier geht's auch noch lang. Jetzt können wir den Raum fertig üben. Oh, Kugelhaare, nice. Ja, so schick und gut. Schiffmodule, nice. Kann man nur gebrauchen, nice to have. Das tun wir dann nächstes Mal. Also wenn wir jetzt hier durch sind, heute, dann tun wir die ganzen Waffen, die wir neu bekommen haben, tun wir mal ein bisschen modden, aufmöbeln, dann tun wir die dann nächstes Mal testen. Jetzt heute machen wir erstmal mit dem Raketenwerfer, der geht ganz gut ab. Gut, dann müssen wir wieder schreddern. Noch was ist da, das können wir schreddern. Ab hier, bis auf den einen goldenen. Ich hebe immer nur die goldenen Sachen auf, oder die halt richtig gut sind. Alles andere bringt eh nichts. Schleppen wir noch ewig mit uns rum. Champion Wurfball, aber wir haben eigentlich hier den besten, perfektes Spiel. Deswegen können wir den auch wegmachen. Da. Stoßpistole, Blaubeckmangel, Flammenwerfer haben wir schon in Einsatz. Gut, hier die Waffe war auch noch richtig gut, Ungeziefer. Ja, die taugt halt auch nichts mehr. Die ist halt auch schon viel zu schlecht. Wieder Revolver, Schrott. Gut. Also haben wir jetzt neu bekommen, Schmuggelware, Kugelhagel, perfektes Spiel und Tapferkeitsmedaille, die wir auf jeden Fall bis zum nächsten Mal motzen. So, reparieren. Alles klar, gut.
Wieder 40 Platz. Hier geht's. Blendet halt alles ab, ey. Schwäche gegen Schock. Schockschaden erhalten, ey. Danke, Alter. Ich bin sofort tot, wenn uns mal so ein Freak erwischt. Uhr. Kampfdrohne. Ja, wir noch Schrott vertilgen. Hä, müssen wir noch was machen oder was? Hm? Oder schon? Ah, okay. Jetzt hat es funktioniert. Noch was? Achso, das hier ist nur so ein Nebenraum. Kann mal gucken. Gucken wir gleich mal aus dem Fenster. Dann guck mal dumm aus der Wäsche. Aha. Da unten waren vorhin die ganzen Gegner, wo wir einmal gestorben sind, da ist die Bühne. Nice. Gut. Ich glaube, da weiter vorne gab es noch einen Weg. Aber gut, vielleicht kommen wir da auch noch mal hin. Da müssen wir lang und schauen wir hier noch. Was geht hier? Da ist der Aufzug, okay. Dann gehen wir halt später hin. Da kommen wir wahrscheinlich in den Keller, würde ich mal raten. Hier noch, oh, noch eine Spieluhr. Da kann man gut Kohle machen, auf jeden Fall. Hier noch ein Terminal, Archiv, Memo, Hacken. Scheiße, alle unsere Quartalsberichte, alle weg, Ausdrucke, und demnächst Überraschungsinspektion. Was tippst du da, Herbie? Okay, das war missionswichtig. Das war missionsentscheidend. Nichts mehr, da ist nichts mehr. Ja, noch zum Grab, zum Verticken. Will einmal noch was? Nichts mehr. Okay. Mission? Ne, hier waren wir noch nicht. Deswegen gut ist die Leute auch immer alle. Oder waren wir hier schon? Doch, okay, waren wir. Damit man auch immer sofort weiß, wo man schon war und wo nicht. Okay, und hier geht es noch weiter hoch. Ah, okay. I must admit my curiosity is piqued against my better judgment. Außenbereich oben. Okay. Aber wir gehen auf jeden Fall nochmal rein und fahren dann im Aufzug runter. Oder wohin er auch immer bringt, weil das war der einzige Weg, wo wir noch nicht waren. Na, come on. Load screen. Auch so wie dieser Spacer's Choice-Typ. Vielleicht geht's dann schneller. Aha, hier oben. Nee, wir gehen nochmal rein. Wir fahren auch zum Grund, aber da gibt es bestimmt noch was.
be better with trainer time. Ah, come on. Twice the speed, half the price. Schon richtig freaky, was sie da gezogen haben mit den ganzen Medikamenten, Alter. That's it. So. Da war der Aufzug. Mahlzeit. Das versteckt nichts. Ah, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Okay, also es war nur ein Shortcut, lol. Schade. Na gut, hätte auch sein können, dass da ein Geheimnis ist. Wenn wir noch niemanden treffen können oder so. Gern verpasst. Mal schnell Schrott vertilgen. Super. Dann sind wir durch hier. Weg, hey. Ja, da waren wir auch. Gut, dann müssen wir jetzt hier oben noch aufräumen. Da gab es auch noch ein paar Gegner. Jetzt bist du noch was zum Looten. Wilde Gegner hier oben. So kommen Menti Queens oder so. Die fand ich auch übel geil, die Menti Queen. Also die Menti Queens. Und hier auf jeden Fall, auch wenn es keine Mission gibt, wird auf jeden Fall auch in die Mine hier reingehen. Das ist bestimmt auch ein paar richtig freaky Viecher. Das finde ich auch eine der Stärken des Spiels ist. Richtig abgefuckte Viecher, Alter. Das ist dann Karte. Da. Oh, Mödos. Oh, Elektromöder. Oh, die sind sogar zielsuchend, ey. Krass. Gar nicht gerafft, in den engen Räumen checkt man das gar nicht. Weil jetzt hier draußen ist es voll nice, die sind voll zielsuchend, die Raketen. Munitionspacks. Ja, Mörder Wächter. Okay. Dann Brief. Doch, da ist ein Brief. Brief eines Kollegen. Barton, danke, dass du für Leonardo eingesprungen bist. Fianta hat uns letzte Woche ein krasses Körpertor reingehauen und unseren Torwart bei einer neuen Mittagszone verpasst. Mittwochszone verpasst. Leonardo ist selbst schuld. Der Hüllkolb hält sich für Bert hier. Keine Ahnung, sorry. Ich kann das nicht lesen, Alter. Das ist mit bescheuerten Namen. Ist auch nicht so interessant. Nur lieber weiter looten hier. Looten geht nämlich ab. Kann ich nicht lesen. Deutsch. Shoutout an Gandalf.
Alter, wie viel Loot ist in einem so einem Miniraum, Alter? Das ist doch voll krank, Mann. Ah, und da ist noch so ein. Ah, nee, ich dachte, es wäre noch so ein Phono-Dings. Schade. Das sah gerade aus wie so ein Phono-Dings, aber ist nur. What the? Ja, Wodka. Ist auch noch hoch, oder was? Doch, oder? Ne. Schade. Oder draußen vielleicht. Nee, ja, die Tür ist zu. Oh, Geheimgang. Jäger. Voll die Minen hier am Start. War nice, voll der Geheimgang hier. Ich liebe Geheimgänge. Oh, da ist noch was. Da ist ein Aufzug. Habe. Können wir gleich mal runterfahren, dann haben wir nämlich auch freigeschaltet. Ist hier noch was? Nichts mehr. Da an dieser Base ist bestimmt noch was und da gab es auch noch einen Weg da. Ja, hier geht's auch noch hoch. Ja, man liebt das Paradise. Die zweite. Wipe your feet. Was kann das bedeuten, Mars? Tanz vor Freude. Vor Mut, Glück. Das ist wahrscheinlich. Verteiler. Mehr Drogen, sehr gut. Mehr Drogen sind immer besser als weniger Drogen. Und Beweisheit. Ah, und das ist noch so ein Phono-Dings. Nice. Hasn't Clarence already dumped a pile of emotional materials on your head? Where's the fun in that? My listeners want to hear it in normal words. It's an injectable drug that improves a patient's speed, awareness, mental acuity, and endurance. In moderation, Adrena Time will uplift the laboring classes by strengthening their minds and work ethic. That's quite the mission. What's driving this vision of uplift? I am a solutions-oriented woman. I see a problem, and I am moved to solve it. Poverty is one such problem. Through science, I believe we can improve the poor. And in so doing, improve Halcyon. Noch zwei so Phono-Dinger, dann haben wir das auch fertig. Und auch eine der Hauptmissionen hier auf dem Planet. Na, come on. Kleine Loot-Knippis, ja. Aber da haben wir 6000 Schuss, nice. 6000 Schuss mit dem Raketenwerfer, so muss sein. Noch was zum Schreddern. Oh,
Jane Schutte ist letzter Bericht. Alles klar. Waffenteile. Alter, hier kannst du echt den ganzen Tag looten. Drehnorm mit deutschen 266, ich glaube, wir haben 100, als wir auf dem Planeten kamen, hatten wir glaube ich 210 oder so. Und wir haben auf jeden Fall deutlich mehr gefunden, als wir gebraucht haben. Das sind diese Teile, die wir uns so durchziehen, um uns zu heilen. Ja, da warst du hier gewesen. Da waren wir gewesen. In diesem Haus. Kommen wir da rein? Nein. Nein. Hier da hinten rum sind wir gelaufen. Und hier oben noch hoch. Hier, da ist nichts. Okay. Da waren wir auch drin, da konnte man nicht weiter hoch. Da sind wir rausgekommen, da war dieses Dings, dieses Labor. Oder nee, wie hieß das? Genau, das ist dieses Kreative. Das Büro der kreativen Inkubation oder so ist das doch. Gut. Schauen wir mal, geht's hier noch lang. Mhm. Da haben wir da drüben schon gewesen. Einen Aufzug hätten wir noch mit dem Lama-Fels. Haben wir das schon? Weiter bin ich Ziel. Festung der Blinder. Okay, da können wir eigentlich noch lang gehen. Das sieht interessant aus. Festung der Blinder. Weiß nicht, ob wir da schon waren. Hier war nichts mehr. Alles klar. Da haben wir dann den Aufzug aktiviert. Ich glaube, der ist wieder so versperrt, wenn man den von unten benutzen will. Beziehungsweise kommt man vielleicht in diesen Bereich hier über diesen Aufzug. Das können wir auch speichern. Kann das sagen. Wir können uns ja ansonsten eh teleportieren. Wenn da unten jetzt nichts sein sollte, dann teleportieren wir uns einfach wieder zur Base und fertig aus. Das haben wir eigentlich letztes Mal schon alle interessanten Orte, die man so so ohne Mission erreichen konnte, haben wir ja schon erforscht. Oh ne, ja, da sind noch Gegner. Oder? Ja. Aber da ist der Schrottplatz. Also wir haben eigentlich nur einen Shortcut freigeschaltet. Wir uns gleich wieder hochporten, weil ich würde da gerne noch über diese Brücke gehen und da gucken, was da noch war. Genau, also hier, da waren wir, da oben waren wir auch überall. Da haben wir nämlich den Dings, wie ist der, den Buchhalter. Genau, den Buchhalter haben wir da gekillt. Warte, genau, Außenbereich oben. Genau, da wollte ich nämlich jetzt. Ach, hier können wir noch schauen, weil ich glaube, da waren wir schon. Aber hier drüben, ich glaube, hier drüben waren wir noch nicht. Wenn da nichts mehr sein sollte, dann porten wir uns einfach direkt wieder zur Base. Porten wir uns einfach direkt darüber und fertig. Let's go. Trinken. So.
Und was ist das da oben? War eine Wartung gewesen? Keine Ahnung. Aber jedes kommt mir nicht bekannt vor. Noch glaube ich noch nicht. It is endlessly fascinating to me that all existence is simply atoms. Mitglieder der Geheimgesellschaft Wackerer Wissenschaftsgehilfen. Okay, mal sehen, wie die nach uns kamen. Okay. Okay. Kommen wir nicht rein, oder? Kann man da noch was machen? Nö. Okay. Das hier kommt mir auch nicht bekannt vor. Dieser Abstieg. Also hier hat es noch Loot. Loot ist da. Aber wenig Loot. Sehr wenig Loot. Was ist das hier? Warum so wenig Loot? Das ist eine Maschine, oder? Sehen wir dann. Genau, ja, dieses Skelett wollte ich mal angucken. Mal schauen, ob man da das doch da ist. Kann man das glaube ich auch noch nicht. Oh, Leute gefunden. Isn't the rock. We need to turn back. This is the spot. Now keep your eyes peeled. The dead drop is at the foot of the alpaca, he said. And this is the alpaca. Llama. What was that? Mr. Llama. The llama we're after, sir. Not an alpaca. And this is neither. Llama, alpaca, same thing. Llama. That's they aren't the same at all, sir. Believe it or not. Enough. We've got company. Out with it then. Who are you? Seid ihr die Überlebenden von diesem abgestürzten Schiff am Landeplatz? I'm the captain of that crashed vessel, to be perfectly accurate. Why start now? What was that, first mate? Just talking to myself again, sir. We're on the hunt for a package. It's supposed to be at the foot of this handsome-looking alpaca-shaped rock. Llama? Da braucht ihr nicht mehr suchen, ich hab euer Paket. I told you. Didn't I tell you? How many times did I tell you, Captain? I believe I owe you an apology, First Mate. What? It's true. I wouldn't know an alpaca from a raptodon, and as a captain, that's a mark against my good name. Can you ever forgive me? Llama. I don't know what to say. I'll start. Thank you, stranger. Vielleicht solltest du von jetzt an öfters auf deine Crew hören. I think you're right. What is a crew if not people who can remedy a captain's flaws now and then? Well, what's a family for if not pointing out your flaws? The good captain helped me see my many flaws. It's only right I return the favor. Well, thanks, Captain. Let's say we head over to the Scratch Shack and I'll buy the first round, just to show there's no hard feelings. Llama? Here's my cut. I'd say you've earned it. And here's a little something extra for your time. Nice. Wusste nicht mal, dass wir die Quest überhaupt haben. Jetzt fahren wir ein Vergnügen, erster Offizier. Be seeing you, and thanks again. Llama!
Ah, nice. Das ist ein riesiges Skelett. Alles klar. Ist hier noch was zum Looten? Oh. Dürfen wir das looten? Nee, das dürfen wir nicht looten. Das Ding hier Proviant. Alles klar. Gut. Schade. Alles klar, da waren wir letztes Mal gewesen. War auch, glaube ich, nur oben, oder? Oder unten eigentlich gewesen. Ich guck mal noch schnell, wenn wir schon mal hier in die Ecke sind. Ist das die richtige Richtung? Ja. Ob es da unten auch noch was Interessantes gab. Das ist schon eine Drohne. Was gab's? Letztes Mal war ich da oben unterwegs. Ich glaube, da drüben waren wir auch schon, das kommt mir auch bekannt vor. Es fehlt ja, glaube ich, immer noch ein Schlüssel. Für dieses eine Chemielabor. Da habe ich immer noch keinen Schlüssel gefunden. Der könnte ja theoretisch auch hier irgendwo sein. Weil er könnte überall sein. Aber gut. Dann gehen wir erstmal wieder zurück zum Anfang. Und da waren wir, glaube ich, auch schon gewesen, oder? Aber wir können eigentlich hier oben, dann können wir auch da direkt verticken. Müssen wir gar nicht zum Start zurück. Können wir dann direkt noch die nächste Quest, den nächsten Questabschnitt machen. Oh, ist noch Zeit. Ist noch Zeit. Und mal hier, was mache ich heute zu essen? Ich glaube immer mit Dings, genau. Bratkartoffeln mit Sucuk und Ei. Gab's gerade bei Netto geschnittene Sucuk-Scheiben. Richtig, richtig nice. Kann ich ja nächstes Mal sagen, ob sie gut war. Ist hier niemand? Keiner da. Glaube ich, der Automate. Schrott verticken. Okay. Oh. Wieder Shreddern. Shreddern und reparieren. Na gut. Die ganz nach unten. Sieht aber gut aus. Ist auch schon gemoddet. Bonusfeldakkumulator. Das sieht gut aus. Das heben wir mal auf. Gut. Na, wo war jetzt das Missionsziel? Sie ist rein. Ach, da.
Ah, das sind wir aber schon mal. Verzeichnis Personal der Anlage lokalisieren. Oh. Name: Charles Mosley. Byzantium. Okay. Hallo. Nice. Level up und zwar wollen wir noch mehr Schlossknacken. Wie viele Schlossknacken auf 100 haben? Nice. Sehr geil. Dann können wir hier nochmal Hacken machen. Auch gut. Und ein neuer Vorteilspunkt. Profi. Oh, neue Trophy. Ah, eine Fertigkeit auf 100 gebracht. Sehr gut. Und was nehmen wir hier noch? Ich habe da keine Ahnung mehr, was man noch nehmen kann. Hier 30% Schaden bei Leben unter 25%. Das ist gut. Nice. So, die waren wir nämlich schon überall. Und irgendwo gab es nämlich noch was, glaube ich, was wir hacken. Was wir knacken. Was wir jetzt knacken können. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ich glaube, das war ganz am Anfang irgendwo. Vielleicht finden wir es ja nochmal. Schauen wir mal, wo müssen wir jetzt hin? Hallo? Questmarker? Hä? Ach, müssen wir mit dem Flugzeug woanders hinfliegen oder was? Nee, das kann man doch nicht. Ja, in Byzantium. Nee, da gehen wir nicht hin. Die Gorgonmine. Genau, die zwei fehlen noch. Eine schöne neue Welt. Konfrontiere Sophia. Sophia. Also müssen wir auch ein Ding wegfliegen. Tagebuch, nicht Codex-Aufträge. Die Bohrmine. Okay. Also müssen wir doch nochmal da hoch. Weiß ich, wir hätten doch noch darüber gehen sollen. Wir sind dann hier rüber gegangen zu geheimes Versteck. Also würde ich sagen, dann gehen wir erstmal zur Mine. Dann können wir uns nämlich nachher hierher porten, den Hinweis holen und dann können wir nämlich direkt schon ins geheime Versteck rein. Falls man dann dort reinkommt. Dann ab in die Mine, Digga! Die Sachen, wo wir dann auf andere Planeten müssen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Da starten wir dann direkt. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal in die Mine. Dann haben wir noch diesen anderen Hinweis. Dann gucken wir mal, was bei dem geheimen Versteck ist. Und dann war es das, glaube ich, mal für heute. Tun wir vielleicht noch ein bisschen modden. Die neuen Waffen. Ab geht's. Ist die richtige Richtung? Ja. Dann ab in die Mine. Dann sind wir für uns komische Viecher. Ne, das sind hier links ja verloren. Verloren Wagen. Der Raketenwerfer gefällt mir bisher echt gut. Vor allem, weil er doch zielsuchend ist. Oh, ein bisschen Cyberaffen. Das
Gras, ne? Oh, hell, ich bin vergiftet oder gefreezed oder so. Nix, jetzt bei ihm hier. Money, money, money. Geht's aber auch noch weiter. Und dann gibt's wieder viele Wege hier. Da haben wir schon den Hinweis. Wir tun natürlich die Mine komplett ausräumen. Kann nicht gut sein, dass es da noch irgendwas Verstecktes gibt. Aha, Virgils Forschungsstation gefunden. Na, gute doch. Da ist der Hinweis. Die aufregenden Abenteuer von Archibald Dings. Ach so, das sind diese Ausgaben, wo wir finden müssen. Alles klar. Virgil, PS, du musst Birdie sagen, dass sie mir kein Essen mehr bringen soll. Wenn ich noch einmal im Leben eine dieser widerlichen Dosen seit Hunas essen muss, dann kommt es mir wieder hoch. Alles klar. Ja, die haben wir auch in Edgewater schon nicht gemocht. Das war ganz am Anfang des Spiels. Da waren wir in Edgewater, bei dieser Saltuna-Fabrik. Wir haben dafür Ärger gesorgt. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch nochmal reinziehen, wenn ihr es verpasst haben solltet. Ich habe das Spiel komplett durchgezockt. So, wenn es euch gefällt, dann zieht es euch rein. Die Playlist findet ihr immer in der Endkarte bei jedem Video. Ihr könnt einfach auf die Endkarte klicken, dann könnt ihr euch die komplette Playlist von allen Let's Plays anschauen. Müsst ihr gar nicht lang suchen. Das ist weiter auf dem Schiff, okay. Das können wir auch machen, dann nehmen wir mal einen Joker mit. Ellie keinen Bock mehr hat. Alles klar. Oh, da noch ein paar Gegner. Mega Eiskönige, nice. Heilig. Nice, da geht sie down. Nice, wir haben die Eiskönigin gekillt. Super gut. Hätte aber einen Trophy machen können dafür. So alt schon ziemlich, bisschen versteckt. Und so easy war die auch nicht. Vielleicht müssen wir erst hier noch irgendwas looten. Es gibt ja neue Trophys für Peril on Gorgon. Ein paar. Wir waren jetzt schon dick unterwegs.
Vortex-Streitkolben Ultra. Nice. Vielleicht ein WK verpassen. Also schon wieder überlootet. Wir looten erst fertig hier. Es gibt einfach so viel schönen Loot. So viel schönen Loot. Da ist noch so ein Phono. Something about the tunnels here gets under your skin and into the worst parts of your head. Makes you feel not yourself. In case I don't make it out of here. Marauders must have followed me from OCI. Time to make tracks while the mats are busy. I'm shedding some extra weight. It's yours if you find it, whoever you are. You need it more than I do now. Das war von Lucky Montoya. Das ist auch einer der Charaktere, die uns hierher gelotst haben, soweit ich mich erinnern kann. Jetzt müssen wir erstmal schreddern. Da, Inventar. Also es war ein normaler Vortex-Streitkolben, den wir auch so schon hatten. Ja. Der ist nicht besser als den, den wir schon hatten. Oh. Zu viel Loot. Ah, Nachtlicht. Wahrnehmung plus 1. Okay, der sieht cool aus. So weit da oben habe ich noch den, da können wir noch schneller. Auch doppelt. Und diesen Fedora mit rotem Band, ist das nochmal der gleiche wie hier der? Ja, okay. Zurück zu den Wurzeln. Da ist noch einer. Vier Mund und meine Helme, die können wir jetzt auch mal wegmachen. Einer reicht. Mit so viel Shit, ey. Das da ist auch doppelt. Einfache wasserabweisende Schutzausrüstung. Ja, die haben wir auch schon. Doppelt und dreifach. Business Casual, Provinzialanzug. Auch schon doppelt. Und dann auch schon doppelt. Einfach zu viel Stuff, ey. Den dann auch doppelt. Wie gesagt, ich heb die nur wegen Style auf, also die Werte sind mir eigentlich fast egal. Deswegen sind auch ein paar Items dabei, die wo eigentlich voller Schrott sind. Die aber halt einfach vielleicht in Kombination dann doch ganz cool aussehen können. Wo man vor allem auch hier so verschiedene Farbstile und so weiter hat, sowas finde ich cool. Und die Sachen, viele von diesen Sachen gibt es halt auch nur ein einziges Mal im Spiel, das heißt, wenn man sie zerstört, dann sind sie halt auch einfach weg, für immer. Es sei denn, man kann sie vielleicht zufällig irgendwo noch bei einem Shop kaufen. Hier geht auch nichts, doch, da ist noch eine Truhe. Noch Mummy. Mehr. Da ist noch ein Geheimgang. Oh, ich glaube, das letzte vorne, oder? Benji. You remember that time? Boah, das war jetzt Glück, dass ich das gefunden habe. Yeah, Vision.
down on Stellar Bay. You read my mind, Benj. Black sun on the water. Please, glinted like teeth. Swallows whole that sky. Gut, das war's hier gewesen. The rock. It's whispering, Benj. Yeah, I hear it too. Wants me to crawl. Crawl down deep. Let the beast consume me. Benji. Can't hear you. Auch, dass die nicht vorne auf der Tür ist. Das war noch nicht genug. Kabel. Dann geht's jetzt hier hoch. Ich muss mir erst damit aufzugehen, ich hochfahren und so, das dauert ja ewig. Da drüben ist das geheime Versteck. Und da gehen wir jetzt hier lang weiter. Dann müsste noch die letzte Ausgabe sein, dann haben wir die nämlich auch alle. Nö. Was ist das? Haben wir nie gesehen. Wir waren zu schnell. Er ist nicht hinterhergekommen, die Texturen zu laden. Deswegen sah es auch alles ein bisschen scheiße aus. Hä, aber das ist da oben oder was? Kann man da vielleicht so hochkommen? Oh, nicht da runter. Kann man da hoch vielleicht? Komm. Es geht. Geht leider nicht. Hä, jetzt ist er doch da hoch. Hä? Der hat doch hier unten angezeigt. Ne? Schauen wir mal, wo es hier noch lang geht. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Dann porten wir uns gleich da hoch. Und Geheimgang hier. Und Geheimgang haben sie auf jeden Fall nicht gespart. Hier waren wir auch schon mehr, oder? Nee, das ist ein Abwehner. Hey, a pirate's nothing without a rep. And this baby has a rep of its own. Nee, hier waren wir noch nicht. Obwohl eine Brücke ist. Wir sind eigentlich letztes Mal über alle Brücken rüber gegangen. Wieder voll oder was? Kann nicht sein, ey. Damn it. Alter. Zu viel Loot, dieser Asteroid. Ah, das hier, Charles. Ist der Charles? Ne, Karl hieß der, genau. So, tun wir hier kurz Schrott verticken. Gut, und ich wollte mal gucken, vielleicht gibt es bei den irgendwelche Quest-Items. Feuerzeug.
Luftangriff, das gibt's. Na gut, ciao, Digga. Hier hoch. Ja, da kommen wir gleich über ein Geheimversteck wieder. Ah ne, hier waren wir eben, alles klar. Wir sind da hochgegangen. Und jetzt mal hier hoch. Ist auch noch Zeug. Aha. Nice. Knackt. Aber wo ist denn jetzt der Vogelkopf? Alter, das gibt's doch nicht. Ist wahrscheinlich hier rüber, oder? Sicherheitscheckpoint. So, noch was, nichts mehr. Ist der Sicherheitscheckpoint? Ja, Mann. Genau. Dann hier rüber. Und dann da über diese Brücke wahrscheinlich. Kann man da hin überhaupt? Doch hier hoch, ja. Hä, das ist aber ein Karl. Alter. Hä? Ja, ja, darüber. Hä, ich check's nicht. Wieder an der gleichen Stelle hier. Jetzt da nur lang. Sorry, aber ich check's gerade voll nicht. Gehen wir nochmal hier rüber, vielleicht können wir ja von hier irgendwie so einen Weg nach oben hoch. Weil von da unten ging es ja nicht hoch. Wir standen ja unten drunter und da gab es keinen Weg nach oben. Voll lost, Alter. Vielleicht hier hinten. Das glaube ich auch wegen hier. Doch da, ja. Vielleicht jetzt da hoch, ja. Doch, doch. Das müsste richtig sein. Einfach hier durch. Egal. Schwarz auf die Minen. Aus. Well, this is downright unneighborly.
Jetzt sind wir da. Meine Luden, ja. Und da ist noch so ein Phono. Jetzt haben wir noch eins. Das machen wir gleich. Machen wir erstmal das eine laut durchlaufen. The name was coined in Edgewater, I think. One of the towns first hit by the Adrenatine crisis. A lonely Spacer's Choice outpost on the edge of a barren sea. A prime place for the company to test a disastrous new product. When the town started fraying at the edges, hardly anyone else in the colony noticed. Just like Lucien planned. I read the reports. Every missing person. Every unexpected death. A town already teetering on the edge, and Adrenatine shoved it off a cliff. Okay, ist da noch? How does a man become Marauder? Wie wird ein Mensch zum Plünderer? People talk about them as if they've transformed, like they've mutated. I see it in the Aetherwave broadcasts, read it in the papers. But beneath their masks, they're only people. Dangerous people, with a terrible illness, but people still. When we call a man a marauder, have we given up on him? How do we know when he's become one? How can you decide to give up on someone? Have I given up on Harvey? Who does this suffering serve, I wonder? Spacer's Choice? Mm-hmm. Yeah, first Blutbad here. I envy whoever has to do that. Gazing at the stars through a telescope is quite a peaceful thing. This is the best item. Here noch rein. Nice, kann man da gucken? Oh, das wäre so cool, wenn man da durchgucken könnte. Das würde ich voll feiern. Wenn man nur so einen Bildausschnitt sehen würde. Aber trotzdem fände ich es cool. Das wäre so ein cooles Gimmick. Na, wo ist denn der Shit? Chips. Dings. Aha. Wäre das Versteck der Geheimgesellschaft auch, alles klar, das machen wir jetzt. Jetzt war's hier, oder was? Hier hoch vielleicht noch? Doch, da geht's noch hoch. Na, jetzt hänge ich hier. Oh, oh. Doch. Das ist aber so ein kleiner. So eine kleine Paranoia, die ich so habe im Spiel. So ein Jump, wo man nicht hin darf, wenn man da festhängt und dann wieder zurückladen muss. Das hasse ich wie Sau. Wie bereits gesagt, das ist solche Freisetzoptionen, die gibt es nämlich meistens nur in MMOs. Und nicht in normalen Spielen. Nee. Ja, hier kann man doch bestimmt runter. Ah, hier noch ein bisschen Muni versteckt. Danke schön dafür. Ja, da runter. Und dann nicht runter. Doch, oder? Komm, lass mich da runter. Dann können wir mich direkt zum Geheimversteck und es mir gar nicht lang rummachen. Ja, aber es geht nicht. Hier müssen wir wieder laufen. Das Minenfeld. So.
Ja, hier rum. Oh, Möde rum. Möder Gang. Komm. Nice. Alle weggemödert. Es bringt 14.000 EP, mal schnell so eine Mötergang auszuräuchern, Alter. Krass. Das haben sie schon sogar erhöht. Oh, hier ist noch Loot. Ich hab gar nicht gesehen. Was ist da los? Mehr Loot, Alter. Dann hat er nichts gesagt, als er vorbeigelaufen bin. Das war glaube ich da, wo wir dann abgebogen sind. Schenkt einen Wurf bei Blocker. Schon wieder ein Dreiviertel Level gemacht. Dann rein ins Geheimversteck. Sicherheitscode des wahren Fans eingeben. Wahrer Fanquiz starten. Okay. Keine Ahnung. Mal speichern vorher, nicht dass das Ding in die Luft fliegt, wenn wir eine falsche Antwort geben. Gespeicherte Daten. So, dann machen wir es jetzt nach Trial and Error Prinzip. So, wahrer Fan, Fanquiz starten. Okay. Dann noch das zweite. Richtig. Okay. Das war das. Wahrer Fan, das da. Mit dem Schädel von König Alphas eigener Mutter. Okay. Das da. Ist da. Ne, stimmt, das dritte war's. Also, ist da. Ist da. Ist da. Auch falsch, okay. Aber Fan. Ist da. Ist da. Blitzer und Blitzschlag. Sehr schön. Rein da. Guten Morgen. Loot Heaven. Loot Heaven. Ich hoffe, da irgendwas missionswichtiges. Nicht einfach nur den ganzen Raum voller Crap zu looten. Aber da ist, glaube ich, Musik gemacht. Der PBK. Okay. Das war's hier, oder was? Ein bisschen Sprit. Können wir nächstes Mal testen im PBK. Und das war's hier oder was? Sonst gibt's hier nichts. Plague of Mentiman. Nice. Ace Exterminator. Oh, das war's. Dann würde ich sagen, tun wir den mal modden. Und tun wir mal nächstes Mal testen. Diesen Aufwand war, den zu bekommen, dann müsste er abgehen wie die Hölle, ey. Was liegt da noch? Kontakt. Ist die Mission jetzt fertig? Ja. So,
erledigt, ja? Okay. So zwei so Phono-Dinger müssen wir nächstes Mal noch. So, das ist das. Dann machen wir das dann nächstes Mal. Dann schauen wir uns das Ding mal an. Inventar. Machen wir die da mal weg. Und wo ist er hier? Der PBK. Boah, ist ein Nahkampfwaffe, oder? Alter. Können wir nicht Dings geben. Den VK. Der geht mehr im Nahkampf ab. So. Inventar. So, was haben wir hier noch? Genau, da haben wir jetzt noch da. Kugelhagel, 404. Tapferkeitsmedaille sieht auch gut aus. Ich glaube, das müssen wir mal testen. Dankeschön für die Limo, thank you. Die können wir mal testen. Kugelhagel. Oh, Snipe. Sehr geil. Die tun wir schön modden, dann können wir nächstes Mal richtig schön wegsnipen. Dann gehen wir mal hier wieder hin. Okay, dann geht es nämlich nächstes Mal weiter hier in VFK-Einrichtung. Aber weiß ich nicht, haben wir da jetzt die Schlüssel endlich mal bekommen? Das gucken wir dann nächstes Mal. Da können wir dann direkt im Aufzug hochfahren. Gorgon Landeplatz. Oh, nice. Neuer Ladebildschirm. Man Eating Sprats. Crystal Candice. Koloss of Tartarus. Stimmt, Tartarus ist auch noch ein Planet, wo wir bisher, glaube ich, nicht waren. Nee, Tartarus war, glaube ich, der letzte Planet. Ich weiß auch nicht mehr genau. Aber es gibt, glaube ich, noch einen Planeten, wo wir nicht waren. Das schauen wir am Ende. Wenn wir hier mit dem DLC durch sind, dann gehen wir natürlich auch wieder aufs Schiff. Beziehungsweise nächstes Mal müssen wir eh wieder aufs Schiff, wenn wir zu den einzelnen Quest-Objekten müssen, wo außerhalb von Gorgon sind. So, tun wir hier schnell verticken. Schiff. Gucken wir mal, hier vorne war da irgendwo die Werkbank. Tun wir das Ding hier mal richtig schön modden. Können wir nächstes Mal richtig schön snipen. So, modifizieren. Kann man gar nichts modifizieren, oder was? Oder tüfteln kann man. Ja. Sonderlieferung. Verzeiger. Na, wo ist er denn? Hier. Tapferkeitsmedaille. Ja, komm noch einmal, nice. Und reparieren. Sehr gut. Alles reparieren. Hier, können wir noch was modifizieren? Ist da. Zimmer. Ne, das haben wir alles schon modifiziert. Also können wir hier das noch modifizieren. Da. Nice. Noch reparieren. Sehr gut. Legen haben wir da auch noch was. Champion Wurfball. Ja. Das auch. Das ist da auch die Waffe, jetzt drei Schrott. Schmuggelware.
Und jetzt die da auch mal mit Kugelhagel. Ja. Ach so, stimmt. Den wollten wir noch den Dings geben. Können wir den modifizieren oder nicht? Ne, können wir nicht modifizieren. Den Tüfteln. Doch, Tüfteln können wir ihn aber. Dann geht man den BK und stellen den auf Nahkampf ein. So, das ist ja glaube ich schon eingestellt. Bams. Nice, wir haben richtig fett aufgemotzt. Geht mal das schnell in die K. Mr. VK. Da, zack, nice. Und der ist glaube ich auf Nahkampf eingestellt, oder? Na, so. Waffe. Nahkampf, so. Mittel. Entfernung, aggressiv. Alles klar. Nein, danke. Alter, was man da mal für Vorschläge bekommen. Ah, die ist richtig cool, die Snipe. Ab, da also können wir nächstes Mal richtig schön einen wegsnipern. Gut, also dann gehen wir nächstes Mal, fliegen wir dann auf jeden Fall zu den beiden Bereichen außerhalb von Gorgon und wir gehen da hoch zu diesem, wo wir noch diese beiden Fotos brauchen. Und dann schauen wir mal, was wir noch für Missionen haben. Mal schauen, was dann passiert, wenn wir noch die beiden Missionen abgegeben haben, außerhalb von Gorgon. Jo. Oh, was ist hier drinnen noch? Na, ah, das darf man nicht plündern. Schade, schade. Alles klar, das ist sein Haus. Da den Tresor. Auch nett. Da brauchen wir 150. Schloss knapp und krass. Gut. Morgen bin ich im Studio. Da zocke ich mit Dilara. Guck mal hier schon. Knack mir nochmal an. So. Das sieht auch cool aus, mit der Snipe. Morgen bin ich im Studio. Da zocke ich mit Dilara. Voll Guys. Und zwar fängt er heute die neue Season an. Dann zocken wir morgen direkt die neue Season. Ich habe auch ein paar Credits gespart, dass wir uns direkt ein cooles Outfit gönnen können. Und am Donnerstag zocken wir weiter Trials of Mana. Und mal schauen, was sonst noch geht die Woche. Was die Kids noch geplant haben. Ich denke mal, Samstag ist auch Pharao bestimmt wieder am Start im Stream. Jo. Und nächste Woche habe ich wieder Spätschicht. Das heißt, nächste Woche zocken wir erstmal wieder nicht weiter. Schade. Dafür nächste Woche Samstag. Das ist, glaube ich. Lass mich kurz auf den Kalender schauen. Nächste Woche Samstag. Ja, nächste Woche Samstag sind wir abends am Start mit Fargar und holen endlich unsere Dark Souls Nacht hoffentlich nach, die letztes Mal leider ausfallen musste, weil Fargar verhindert war. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Ja, und bis dahin dann wünsche ich euch schöne Woche und ein schönes Wochenende, falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Peace out. Peace.